Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Worms Ultimate Mayhem. Ach, ja, was soll ich sagen, ich wollte mich eigentlich offscreen damit mal befassen, aber ja, habe ich nicht. Ich hatte echt keinen Nerv dazu, aber wir machen das jetzt in diesem Part noch mal. Sollten wir es in diesem Part nicht schaffen, machen wir im nächsten Part mit den nächsten Missionen weiter und dann werde ich mich wirklich mal offscreen darum kümmern. Ah, ja, super. Kotzt mich doch schon wieder an, wenn ich das hier sehe. Und erstmal an allen vorbei. Ah! Ich hab gedacht, er hätte den Fallschirm noch ausgerüstet. Ah, mein Fehler. Das war mein Fehler, das sehe ich ein. Ich habe mal eine Frage. Gibt es irgendeine Taste, die das nach unten gehen verschnellert? Nein, oder? Weil wenn es wirklich so eine Taste gäbe, wie der irgendwie mal irgendwie so nach unten gleitet. Ja, wie, keine Ahnung, Batman in den Batman-Teil oder sowas. Wisst ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Dann würde ich mir das auch zutrauen. Aber der ist ja so langsam, dass ich irgendwann zu hoch für die Dinger bin. Und dann müsste ich eigentlich eine Kurve drehen und dann erwische ich die nicht. Das ist nämlich das Problem. Ist ja egal. Oh. Ja gut. Das war nicht die Taste, womit ich irgendwie nach unten hätte gleiten können. Ups. Boah, aber wie mache ich das? Die sind wirklich so dermaßen langsam. Ich habe echt keine Ahnung. Ist ja auch nicht so, als ob ich das irgendwie richtig lenken könnte oder sowas. Ich kann gar nichts machen, das ist ja das Problem. Klar, ich könnte mit jedem Wurm nach unten fliegen und ins Boot einsteigen, aber ich muss ja alle Ziele mitnehmen, das ist ja das Schwere. Wenn da keine Ziele wären, dann wäre die Mission easy. Okay, da habe ich den Fallschirm gerade aktiviert, während er den automatisch aktiviert hat und somit hat er den Fallschirm wieder abgelegt. Auf so eine Idee muss man auch erstmal kommen. Wie mache ich das? Boah, das ist so schwer, das glaubt ihr gar nicht. Das sieht vielleicht für euch einfach aus. Aber spielt das mal selbst. Wenn ich mit einem Wurm, keine Ahnung, 5 Ziele mitnehmen würde, das würde mir vollkommen reichen. Das sind ja auch, glaube ich, nur 15 Ziele, also müsste ich mit einem Wurm mal mindestens 5 mitnehmen. Jetzt bin ich da runtergefallen. Oh, scheiße, Mann. Ich. Ich gucke mir das jetzt auf YouTube an. Also, ich mache nochmal neben. Ja, während das hier die Katze ist, dann kann ich ja nebenbei mal hier YouTube anmachen und mal selber mal gucken, ob das irgendeiner irgendwie gemacht hat. Weil ich habe echt keine Ahnung. Okay. Mein Versuch nochmal. Nein! Der war über mir. Oh.
Alles klar. Ah, den habe ich nicht erwischt. Ja, und jetzt sind die halt wieder so tief, ne? Okay. Kriege ich den noch? Nein, ich bin an dem vorbei. Ah, schade. Aber es ist ein kleines Erfolgserlebnis, denn ich habe es mal tatsächlich geschafft, mit einem im Boot zu landen. Ich glaube das nicht. Na toll. Ruhig. Nein. Ups. Ah, okay. Okay. Aber das war ja immerhin schon mal besser als eben. Boah, wie heißt denn die Mission? Irgendwas mit Bohnenstange, ne? Ich guck einfach mal. Ich hoffe, ich habe keinen Ton an. Naja, aber auch nicht. So, ich habe hier einen gefunden, der hat das auch gemacht. Pio Mark heißt der. Und wenn der Pio Mark das schafft, dann schaffe ich das auch. Ist ja wohl logisch. Mann. Ich hoffe mal zumindest, dass der Pio Mark das geschafft hat. Nein! Boah, nee, das geht gar nicht. Nein! Oh, das war zu hoch. Oh, dammit. Scheiße. Okay, der Pio Mark hat anscheinend auch ziemlich große Schwierigkeiten mit. Ach ja, oh, ja, ich hätte auch einfach. Ja. Okay, der hat eine gute Taktik. Ja, das muss man ihm lassen. Boah, der Typ hat da drauf. Leck mich am Arsch. Okay. Also das muss ich ihm lassen. Der hat eine sehr gute Taktik. Jetzt ist nur die Frage. Ja, so schon mal nicht. Ob ich das auch schaffe. Weil, was er macht. Wenn da jetzt zum Beispiel welche ganz nah nebeneinander sind und du fliegst eigentlich drüber, was ja bei jedem gefühlt der Fall ist, der macht einen ziemlich großen Bogen. Also der macht nicht wie ich, der macht keine Kurve, also der macht keine Drehung, so wie ich, sondern der macht eine verdammt große Kurve. Und der kann das echt gut. Ich glaube, er hat es gerade sogar geschafft. Ja, nicht alle, aber der schafft das auf jeden Fall. Okay. Okay.
Ja gut, das war eine Scheißkurve. Das gebe ich zu, die Kurve war nicht gut. So, der fährt dann nämlich hier und macht dann so eine Kurve. Und dann macht er hier auch wieder so eine Kurve. Hier auch wieder eine Kurve. Ah, schade, schade. Da habe ich es gerade. Das sah am Anfang sehr gut aus bei mir, aber dann habe ich es doch am Ende ein bisschen verkackt. Nein. Boah, das mit den Kurven ist aber. Oh Gott, ich sehe auch gerade, dass ich absolut gar keine Zeit mehr habe. Egal, ich bin im Boot. War nicht perfekt. Absolut nicht, aber ich weiß seine Taktik zu schätzen. Ah. Was? Ja, ich muss sagen. Ja, die beiden da oben, die habe ich natürlich jetzt mega verkackt. Oh, die müsste ich dann mit dem dritten Wurm holen. Oh, das wird schwer. Kriege ich stehen? Nein, da war ich ein bisschen zu weit. Nein, wo fliegst du denn jetzt hin? Oh nein. Ah Mann, ich wollte die Kamera eigentlich so drehen, dass ich sehe, ob ich genau das. Damn it! Scheiße, so weit runter wollte ich gar nicht fliegen. Egal. Ich hab's aber auch ein bisschen verschissen. Aber ich muss sagen, das läuft so. Auch wenn ich es jetzt nicht mehr schaffen sollte, ja? Ich weiß die Taktik und irgendwann werde ich es schaffen. Ich muss mich da nur ein bisschen reinfinden. Das wird auch offscreen passieren, keine Sorge. Also ich werde das bestimmt jetzt nicht. Jetzt werde ich das eh nicht mehr schaffen. Aber ich werde mich da offscreen reinkämpfen. Ich werde das hinbekommen. Wir probieren das jetzt noch einmal. Wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Bis da. Okay. Den zweiten lassen wir aus. Höh, den habe ich jetzt aber eigentlich berührt. Den eigentlich aber auch. Ja, nee, 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 Freunde, so will ich nicht starten. Also das sehe ich nicht ein. Die beiden habe ich eigentlich berührt. Okay. Da fällt der da runter. Da ist doch noch Wolke gewesen. Manchmal fällt der einfach durch die Wolke durch. Ich glaube das nicht. Mann, komm, ich werde doch jetzt mal wenigstens nochmal einen ordentlichen Try haben, so wie eben. Eben, das war so ein guter Try. Ich hatte mal mehr als die Hälfte gehabt. Also, außer sich mal auf der Zunge zerlegen. Mehr als die Hälfte. Das ist für meine Verhältnisse, ist das ein Weltwunder. Weil ich komme damit echt nur gar nicht klar. Ja, ich weiß, ich verstehe es doch.
So, bitte fall jetzt nicht durch die Wolke. Schon wieder. Okay, jetzt habe ich den wenigstens bekommen. Ja, den werde ich jetzt nicht mehr bekommen. Nein, andere Richtung. Ich hab den doch noch bekommen. Ah, was? Ey, in welche Richtung? Wo gehst du denn hin? Ich glaub das doch nicht. Ey, du kannst die aber auch null steuern. Das ist der Wahnsinn. Ich will nur eine Kurve machen. Und der denkt sich, nö, wenn, dann mache ich hier richtig einen 360. Und der landet im Boot. Ich wollte den einen auch unbedingt haben, ey. Zu weit ausgeholt, oder? Oder? Nein. Sehr gut. Ich glaube, ich darf die Kamera da einfach nicht mitlenken. Für den bin ich zu niedrig. Sehe ich ein. Was? Ne. Jetzt bin ich dafür zu niedrig. Okay, warte, warte, mach mal anders. Nein, der fällt da runter. Oh, gut, ja dann. Ja, meine lieben Freunde, ich habe die Taktik eigentlich raus, nur die Umsetzung ist noch nicht so prickelnd. Der erste, also der Versuch mit dem ersten Wurm, der war gerade super. Der war super. Ich habe, glaube ich, die Hälfte sogar geholt fast. Mit dem ersten Wurm. Meine Taktik steht fest. Ich muss die weiter trainieren. Der macht manchmal einfach ein 360, also komplette Drehung. Dabei will ich das gar nicht. Das ist halt ziemlich kacke. Und, ja. Ne? Ich werde es weiterhin probieren. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Dann geht es in die nächste Mission. Und ich hoffe, dass ich das bis dahin geschafft habe. Wenn nicht, schaffe ich es vielleicht danach. Wir werden sehen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.